In diesem Video möchte ich mich mit diesem Blatt hier beschäftigen. Das ist ja ein Übersichtsblatt mit den wichtigen Formeln und den Zusammenhängen von Maßangaben, was wichtig für die Stöchiometrie ist. Ich möchte euch später dann noch in einem Beispiel zeigen, wie man am besten vorgeht, wenn man mit Hilfe von dieser Übersicht etwas zeigen möchte. Wir schauen uns das Blatt jetzt mal ein bisschen genauer an. Ich habe Teile hiervon in mein Schreibprogramm kopiert, damit ich da ein bisschen was drin markieren kann. So, zunächst mal die Übersicht hier oben soll einem ermöglichen, dass man Rechnungen vorplanen kann. Ich habe hier schon mal eine Aufgabe vorbereitet, nämlich Aufgabe ist, bestimme die Masse von 4,5 Liter Kohlendioxid. In beiden Fällen handelt es sich um Angaben, einmal die gesuchte Angabe und das, was gegeben ist. Und zwar hier und hier die Masse. Und zwar beschreiben beide jeweils eine bestimmte Maßangabe oder eine Mengenbeschreibung für eine bestimmte Stoffportion. Das heißt, ich habe Kohlendioxid und habe davon eine bestimmte Menge, nämlich 4,5 Liter. Diese Menge kann ich auch anders beschreiben, indem ich zum Beispiel dessen Gewicht angebe. Also es sind Mengenangaben in beiden Fällen, eben nur auf unterschiedliche Art und Weise. Aber beide, und das ist wichtig, entsprechen der gleichen Menge, nur eben in einer unterschiedlichen Einheit. So. Ich soll die Masse bestimmen und gegeben ist hier ein Volumen. Jetzt habe ich hier in meiner Übersicht diese zwei Werte ja auch dargestellt. Zum einen habe ich hier das Volumen und die Masse ist das, was gesucht ist. Das heißt, wenn ich aus dem Volumen die Masse berechnen will, dann kann ich das zum Beispiel machen, indem ich hier direkt vom Volumen zur Masse rechne. Dazu gibt es eine Möglichkeit, und zwar hängen Masse und Volumen auf eine bestimmte Art und Weise miteinander zusammen, nämlich über die Dichte. Die Dichte, ich wollte eigentlich eine andere Farbe nehmen, die Dichte, das ist das, wie ich, oder ist der Wert, den ich verwenden kann, um aus dem Volumen die Masse zu berechnen. Die Dichte ist eine Stoffeigenschaft, die kann ich nicht einfach vorhersagen oder nicht mehr ausrechnen, sondern ich müsste sie aus einer Tabelle übernehmen. Das ist nicht immer so praktisch, wenn man eben keine Tabelle dabei hat. Allerdings, wenn wir sagen, okay, die Masse ist jetzt eben nicht bekannt, dann kann ich diesen Weg hier weglassen und sagen, ich nehme halt einen anderen Weg. Gut, mit Weg ist eben natürlich Weg der Berechnung gemeint. Das heißt, anstatt eben Volumen direkt in die Masse zu überrechnen, tue ich einen Zwischenschritt einfügen, nämlich dass ich die Stoffmenge verwende oder berechne. Auch das ist eben wieder eine Mengenangabe. Das heißt, für eine bestimmte Stoffportion statt dem Volumen oder statt der Masse kann ich das auch als Stoffmenge angeben in der Einheit Mol. Ich habe dann zwar zwei Berechnungen, die ich durchführen muss, nämlich ich habe einmal die Rechnung, dass ich von dem Volumen auf die Stoffmenge rechnen muss. Dazu verwende ich dann diese Formel und dann rechne ich von der Stoffmenge auf die Masse, wobei ich diese Formel verwende. Ähnlich wie hier drüben bei dieser Berechnung habe ich ja auch bei der Rechnung von hier nach hier eine bestimmte Stoffeigenschaft, die ich verwende. Von Volumen auf die Masse brauche ich die Dichte, von Volumen auf die Stoffmenge brauche ich dieses Vm, das Molvolumen. Das Molvolumen ist ebenfalls eine Eigenschaft, eine Stoffeigenschaft. Auch dafür gibt es Tabellen, allerdings kann ich das hier einfach machen, denn
Es handelt sich hier beim Kohlendioxid ja um ein Gas. Und bei Gasen ist die Stoffmenge immer die gleiche. Das steht hier auf dem Blatt unten auch drauf. Ne? Die Stoffmenge bei Gasen ist immer 22,4 Liter pro Mol. Hier steht auch dabei, bei Feststoffen und Flüssigkeiten sind die Werte unterschiedlich und deshalb nicht sinnvoll verwendbar. Aber bei Gasen geht das eben. So, der zweite Schritt, wenn ich die Stoffmenge berechnet habe, ist, dass ich auch wiederum eine gewisse Stoffeigenschaft brauche, wie Masse und Stoffmenge zusammenhängen. Das ist in diesem Fall dieses Groß M, die molare Masse oder die Molmasse. Wie man die Molmasse berechnet, habe ich ja in einem extra Film schon mal erklärt. Zur Erinnerung, die Molmasse lässt sich einfach aus den Atommassen berechnen. Das heißt, ich nehme einfach die Masse von einzelnen Atomen oder von einzelnen Teilchen und nehme dann die Einheit Gramm pro Mol dahinter. Ne? Hier steht sie nochmal. Die Einheiten, nur mal eine Farbe für die Einheiten, mit der ich die markiere. Einheit Gramm pro Mol. So, da wir jetzt wissen, wie wir das Ganze rechnen, sollten wir uns vielleicht als erstes einmal einen Plan machen, was wir dann nacheinander berechnen wollen. So, dazu schreiben wir zu der Aufgabe Folgendes auf. Es geht ja darum, dass ich die Masse bestimme und es ist gegeben das Volumen von Kohlendioxid, nämlich 4,5 Liter. Also schreiben wir das mal auf, indem wir korrekt festhalten, was ist gegeben. Das ist das Volumen von Kohlendioxid und das ist 4,5 Liter. So, was ich daraus berechnen möchte, ist die Stoffmenge. Stoffmenge Formelzeichen N und dann schreibe ich mir oder halte ich mir das schon fest, N von CO2 ist gleich, muss ich jetzt noch berechnen. Und aus der Stoffmenge berechne ich dann die Masse, also Masse von CO2. Wichtig ist, immer dran denken, aufschreiben, was man nacheinander berechnen muss. So, noch. Das ist ja das, was gesucht ist. Das heißt, wir gehen jetzt, um das nochmal nachzuvollziehen, folgenden Rechenweg. Nehmen wir nochmal eine extra Farbe und mache das ein bisschen dicker. Ich rechne von dem Volumen aus auf die Stoffmenge N. Und von der Stoffmenge N dann auf die Masse. So, was ich jetzt machen muss, ist, dass ich mir nacheinander die Formeln raussuche. Die Formeln stehen ja hier. Teilweise muss ich die Formeln, die hier stehen, auch umformen, dass sie eben in der richtigen Form dastehen. Und bei einigen Sachen, bei einigen Rechnungen, muss ich nach der Stoffeigenschaft nochmal suchen. Also das Vm, das hatte ich ja schon erwähnt, das ist ja fest vorgegeben bei Gasen. Bei der Molmasse, dem Groß-M, da muss ich das Ganze berechnen. Das kann ich ja mit Hilfe des Periodensystems dann einfach machen. Das ist dann eine Nebenrechnung, die ich für diese Rechnung brauche. Fangen wir mal aber an. Gegeben ist ja die Formel hier, die hier steht. Vm ist gleich V durch N. Also, Formel Vm ist gleich V durch M. Mal wieder dünner machen. Ich möchte, oh, das sind Fehler. Durch N natürlich, so rum. Ich möchte n berechnen, also muss ich nach n auflösen. Das ist sicherlich eines der Aufgaben, die dann beim einigen noch ein bisschen schwieriger ist. Ich mache das so, dass ich mal n rechne.
Dann habe ich n mal vm ist gleich v. Und dann muss ich noch durch vm teilen. Und dann habe ich n ist gleich v durch vm. So, jetzt habe ich die richtige Formel und jetzt kann ich alles einsetzen. Und zwar verwende ich jetzt wieder die Schreibweise, dass ich also das einsetze, was gegeben ist, beziehungsweise also dazu schreibe, um was es geht. So, Stoffmenge von Kohlendioxid ist gesucht und dann brauche ich das Volumen von Kohlendioxid. Vm ist bei Gasen gleich, also haben wir hier 4,5 Liter. Und bitte nicht die Einheiten vergessen, Molvolumen bei Gasen 22,4 Liter pro Mol. So, das Ganze rechnet man dann aus. Nehme ich gleich noch einen Taschenrechner. Liter durch Liter pro Mol durch Bruch teilen, dann kürzt sich das Liter und Liter weg und ich habe als Einheit dann Mol übrig, was ja auch wichtig ist oder richtig ist, denn ich habe hier eine Stoffmenge und dazu gehört auch die Einheit Mol. So, das Ergebnis ist dann im Taschenrechner ausgerechnet 0,2 Mol. Die Nachkommastellen, die kann man hier weglassen. So, damit hätte ich also das erste Zwischenergebnis. Hier kann ich den Wert eintragen. Ich habe also festgestellt, na, Stoffmenge von CO2 ist 0,2 Mol. Einheitlich vergessen. Ne? So, nächster Schritt. Ich muss von der Stoffmenge auf die Masse rechnen. Dazu gucken wir nochmal hierher. Da brauchen wir diese Formel. Molare Masse ist gleich Masse durch Stoffmenge. Ich schreibe mir die Formel nochmal auf. Molare Masse ist Masse durch Stoffmenge. Ich suche die Masse. Also forme ich das Ganze um, indem ich einfach hier mal n rechne. Also ist die Masse gleich die molare Masse mal der Stoffmenge. So, ich setze wieder konkret ein, um was es geht. Masse Kohlendioxid ist gleich die molare Masse von Kohlendioxid mal die Stoffmenge von Kohlendioxid. So, die Stoffmenge von Kohlendioxid habe ich ja schon. Die ist hier oben angegeben. Das sind nur diese 0,2 Mol. Jetzt fehlt noch die molare Masse. Dazu mache ich mir hier ein Eckchen frei für die Molmassenbestimmung. Ich muss ja berechnen, wie viel wiegt ein CO2-Teilchen. Das heißt, ich nehme die zwei Massen. Das ist einmal 12 U plus 16 U mal 2 und nehme, ohne dass ich hier das U eben gerade hingeschrieben habe, die Einheit Gramm pro Mol dazu. Und das gibt 32 plus 12, 44 Gramm pro Mol als Einheit. Das kann ich jetzt hier dann auch einsetzen. Und wichtig ist, achtet auf die Einheiten. Mol durch Mol mal Mol kürzt sich weg. Und ich berechne noch das Ergebnis. Und das sind dann 44 mal 0,2 sind 8,8. Also 8,8 und Einheit Gramm. Das ist ja auch so, wie es sein muss bei einer Massenangabe. So, gerade noch das Ergebnis. 8,8 Gramm. So, und wenn man das so ausführlich macht, kostet das natürlich ein bisschen Zeit, aber ich bin mir sicher, dass man dann eigentlich relativ sicher ist, auch keine Fehler zu machen.